In einigen Bundesländern starten heute die Schulen ins neue Jahr und das unter Corona-Vorzeichen. Trotz der Ausbreitung der Omikron-Variante setzen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Rheinland-Pfalz das Schuljahr vorerst in Präsenz fort. Morgen folgt das Saarland, übermorgen dann Hamburg. Auch hier gilt Stand jetzt Präsenzpflicht. Nur Thüringen legt erstmal im Distanzunterricht los. Die Kultusminister und Ministerinnen der Länder haben kurzfristig für Mittwoch eine Konferenz angesetzt, um über die Lage zu beraten. Und zugeschaltet ist jetzt Professor Uwe Janssens, Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für interdisziplinäre Intensiv- und Notfallmedizin und Chefarzt der Klinik für Innenmedizin und internistische Intensivmedizin am St. Antonius Hospital in Eschwalder. Guten Morgen, Herr Professor Janssens, und Ihnen erstmal trotz Ihrer massiven Arbeitsbelastung seit 2020, ja jetzt 2021 durch Corona, erstmal ein frohes neues Jahr 2022. Ja, lieber Heller, das wünsche ich Ihnen und Ihren Zuschauern auch, ja. Herr Professor, jetzt fängt also die Schulen in 7 Bundesländern in dieser Woche wieder an. Ist das sinnvoll, in Präsenzunterricht zu gehen? Ich meine, ich als Elternteil finde es ja gut, wenn die Kinder getestet werden. Ja, wir gehen davon aus, und das wissen wir ja sehr genau, dass die Omikron-Variante wird sich in Deutschland durchsetzen. Es ist ja schon da mit 16.000, 17.000 nachgewiesenen Infektionen. Die Dunkelziffer ist enorm. Und wir werden jetzt erleben, dass mit dem Wiederöffnen der Schulen und mit den dort einsetzenden Kontakten die Übertragung stattfinden werden. Das ist wahrscheinlich unvermeidlich. Auf der anderen Seite hat man den Schulen und den Kindern vor allem auch zugesichert, dass sie ihren Unterricht wieder wahrnehmen sollen. Das heißt, man muss an der Stelle sicherlich jetzt dringend auf das Maskentragen verweisen, was ja unser Bundesgesundheitsminister auch tut, was auch sicherlich sinnvoll ist. Das ist die Minimalvariante. Lüften brauche ich gar nicht mehr zu erwähnen, aber wir sind jetzt im Januar und es fehlen immer noch die Geräte, die die Luft reinigen sollten in den Schulen. Also da fehlt mir immer noch das Verständnis dafür, dass so wenig dafür getan worden ist. Aber wir müssen jetzt abwarten, wie die Zahlen sich entwickeln. Und deshalb geht es jetzt erstmal wieder in den Schulen los. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Heißt das auch, dass der Vorschlag vom grünen gesundheitspolitischen Sprecher, dass PCR-Tests in der Schule, dass die sinnvoll wären? Oder aber ist das zu viel Aufwand? Kriegt man das mit den Kleinen überhaupt hin? Ja gut, wir haben ja die Lolli-Tests, die ja zunächst mal Gruppen kohortieren und wo man dann sieht, ob da positive Nachweise sind und dann letztendlich in die Gruppen reingeht und dann die Testung nachschiebt. Das ist natürlich mit dem PCR-Test, was der Darm sagt, eine sehr gute Idee, sehr viel sicherer. Ich weise an der Stelle nochmals darauf hin, dass wir wissen aus den Vereinigten Staaten, dass die Antigen-Schnelltests bei der Omikron-Variante offensichtlich nicht mehr so sensitiv empfindlich sind, wie wir das gerne hätten. Wir haben so und so viele auch falsch negative Teste. Das heißt, diese Testungen sind ein wichtiger Bestandteil. Aber jetzt in allen Schulen flächendeckend PCR-Tests einzuführen, das wird ein enormer Aufwand. Und das werden die Labore meiner Ansicht nach, so wie ich das überblicke, kaum stemmen können. Wie sehen Sie das denn jetzt auch, dass der Gesundheitsminister angekündigt hat vor dem Bund-Länder-Treffen am kommenden Freitag, dass man die Quarantänezeit verkürzen muss? Macht das wirklich Sinn? Weil Omikron ist zwar ansteckender als Delta, aber der Verlauf ist ja nicht so schwierig. Ja, hier geht es ja im weitesten Sinne darum, das haben ja die Expertinnen des Rates ja auch gesagt, wir haben große Sorge, dass die kritischen Infrastrukturen, ich denke jetzt mal nur an das Gesundheitssystem, bei einer sehr rasch anflutenden Welle an Infektionen tatsächlich nicht unbedingt zusammenbrechen, aber doch erheblich unter Druck geraten könnte, was die Versorgungssituation betrifft. Aber ich sage mal ganz klar, in unserem Bereich haben wir natürlich noch was ganz Besonderes. Wir müssen natürlich sicher gehen, dass die Menschen, die hier arbeiten, tatsächlich nicht infiziert sind. Wenn sie infiziert sind, können sie tatsächlich nicht arbeiten. Dann hätten wir ein Riesenrisiko, dass die vulnerablen Patientengruppen angesteckt werden würden. Also das gilt wahrscheinlich für unseren Bereich nicht. Quarantäneverkürzung ist eine Möglichkeit, aber dann frage ich mich, in welchem Zeitraum? Und das ist wissenschaftlich meines Wissens noch nicht ganz gezeigt worden. Wir wissen, dass natürlich geimpft und genesen einen kürzeren Virusverlauf im Rachen haben. Das heißt, sie haben einen Peak, der schneller eintritt und auch die Virusmenge flacht schneller ab. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass die Ansteckungsfähigkeit von geimpft Genesenen wahrscheinlich deutlich verkürzt ist. Das würde tatsächlich bedeuten, dass wir in diesem Sektor Quarantänebeschränkungen verkürzen könnten. Was jetzt die Risikokontakte betrifft, das heißt dann doch nur,
Testen, testen, testen. Und da müsste gerade in vulnerablen Gruppen und den systemrelevanten Berufsgruppen sehr, sehr engmaschig getestet werden. Ich bin mal gespannt, wie das zu stemmen ist. Wie das zu stemmen ist, ist das eine. Und deshalb wahrscheinlich hat Lauterbach ja auch gesagt, dass man die Kontaktbeschränkungen überdenken muss. Also heißt das, dass da nochmal die Kontaktbeschränkungen wirklich massiv verschärft werden? Ja, was heißt massiv verstärkt werden? Wir haben jetzt Weihnachten gehabt, wir haben Silvester gehabt. Da wurde ja schon sehr drauf geachtet, so wie ich das mitbekommen habe. Und es ist ja auch klare Verordnung, hat es da ja gegeben, nicht zu Weihnachten, dann aber ab dem 28. Welche Effekte das jetzt noch haben wird auf die Ausbreitung der Omikron-Variante, bleibt abzuwarten. Wir sind da aber, wenn man das mal nach Großbritannien blickt und andere Länder, die sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben, wirklich doch ein bisschen besser und ich finde auch ein bisschen strenger. Und vielleicht wird sich diese Strenge, die wir geübt haben in den letzten Wochen, die ja nicht einen kompletten Lockdown bedeutet haben, auch in niedrigen Infektionszahlen niederschlagen. Blicken wir nach Frankreich, direkt neben uns, 220.000 Neuinfektionen pro Tag. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, wiewohl wir ja in Deutschland, was jetzt die Testungen über Weihnachten und Silvester betrifft, extrem schlecht sind. Also da haben wir Riesenlücken, die da gerissen worden sind. Ich schätze, dass wir erst ab Mittwoch, Donnerstag wieder belastbare Zahlen haben und wir werden definitiv einen Zuwachs an Infektionen haben. Das ist unvermeidlich, ja. Professor Uwe Janssens, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns ja 2021 schon so oft unterhalten. 2022 haben wir jetzt den Anfang gemacht. Ich glaube, wir werden öfter jetzt auch in diesem Jahr sprechen. Und deshalb bleiben Sie auf jeden Fall gesund und weiterhin ein frohes neues Jahr für Sie, trotz allem. Ja, Ihnen auch, Herr Händler. Alles Gute.